Das erste Video damals haben wir auch geguckt, ne? Wie Magus Sachen kauft und hier wird es jetzt wieder wunderbar, ja, hier kommt wieder wunderbar populistische Polemik zum Einsatz, ja, in der gesagt wird, was alles nicht funktioniert und dass die ganze Scheiße teuer ist. Bestimmt. Ich weiß es nicht, wir werden sehen. Haben Sie überlegt, was machen wir wieder, was ist spannend? Jeder redet ja über Teuerung und alles wird immer mehr und wir haben uns gedacht, wir haben ja vor einiger Zeit ein YouTube-Video gedreht, wo wir mal den Einkauf gefilmt haben und was so die günstigsten Proteinlebensmittel sind und heute machen wir dasselbe nochmal, um zu vergleichen, ob das wirklich so viel teurer geworden ist, ob uns vielleicht da das eine oder andere vielleicht auch irrt oder uns was vorgaukelt oder ob es wirklich sehr, sehr viel teurer geworden ist und wir vielleicht eine preisgünstige Alternative zu dem ganzen Einkaufen haben, wie zum Beispiel ein Rühls bestes Proteinshake. Na, das machen wir heute Hashtag, mal. Dazu gehen wir Hashtag Werbung. Ins Kaufland. Apropos Kaufland, das ist auch der Supermarkt, wo wir damals eingekauft haben. Und es ist der Supermarkt, der leider heute nicht mehr steht, wo wir unser legendäres Einkaufsvideo gemacht haben. 2000. Das ist so geil, Alter. Dieses Video ist wirklich geil, ist auf der DVD drauf. Ne? 2002, also vor genau 20 Jahren, ist das legendäre Video Made in Germany entstanden, wo ich einkaufen war. Und das war auch genau hier. Und jetzt sind wir wieder hier. Also Walmart war es damals, richtig. Walmart, jetzt heißt es Kaufland. Ne? Damals war es der Walmart und vielleicht der eine andere. Ja, Walmart hat sich doch, Walmart gibt es doch gar nicht mehr, ne? Die haben doch eine Zeit lang mal auf den deutschen Markt expandiert, aber haben sie doch dann wieder zurückgezogen, ne? Ich habe dir die Story schon mal erzählt. Wie ist das Video entstanden? Also wir haben zu Hause gehockt, ich und der Kameramann, haben gedacht, wir brauchen noch ein geiles Einkaufsszene. Wir brauchen noch dieses ultimative, lustige. Und ich habe gesagt, boah, ich habe überhaupt keinen Bock auf die Scheiße. Was machen wir da? Und dann sagt er, zieht da mal ein Trägershirt an. Und jeder, der mich kennt, weiß ja, dass ich eher einer bin, der sich gern versteckelt in einem großen Hoodie oder einem T-Shirt. Jetzt sowieso, wenn ich alt und fett geworden bin. Aber früher, wo ich noch gut und knackig war, auch. Verstehe ich übrigens, ne? Ich trainiere ohne noch einen Pullover. Ich verstehe es komplett. Ich sage euch, wie es ist. So, wie ich jetzt aussehe, das hätte ich nicht mal. Also, das habe ich ein bisschen wegen dem Stream an. Ja, einfach so, dass ihr seht, unter. Da ist noch was. Es ist noch was da, ja. Aber ich sage euch ehrlich: Trainieren tue ich mit T-Shirt, Hoodie, also Pullover, immer mit Kapuze und kurze Hose und mein. Ne, Schack sind. Ich mag die Schuhe nicht. Aber die sind, für den Sport sind die übelst geil. Aber ansonsten. Da habe ich lieber mich versteckelt, anstatt im Trägershirt da rumzulaufen. Wir haben da notgedrungen, weil ich echt kein Shirt daheim hatte, die Ärmel abgeschnitten an dem Ding und haben dann dieses legendäre Video gedreht, was dann vielleicht dem einen oder anderen schon bekannt ist aus den vielen, vielen ja, Zusammenschnitten, die es da gibt. Jetzt gehen wir hier ins Kaufland. Ich gucke, dass wir gleich erfahren, wer hier. Und dann kaufen wir erstmal die Lebensmittel ein, die wir damals auch gekauft haben. Hab mir extra eine kleine Liste geschrieben, damit. Markus Rühlplays, immer. Vegan funktioniert nicht. Vegan ist mir zu gefährlich, zu riskant. Mach ich alles. Ich mach's alles. Oh, man hat sich fast die ganze Zeit vegan. Ach, naja, okay. Damit man nicht zu viel Scheißkrieg einkaufen, wo wir da nicht brauchen, sondern einfach nur das, um den Preisvergleich dann zu gestalten. Ne? Ja, also in diesem Sinne. Gibt immer noch Leute, die haben einen Maulkorb auf beim Einkaufen. Ne? Oh nein! Maulkorb. Diese Schlafschafe. Boah, wirklich, wenn man dazu, kann man nicht einfach sein, ach Gott, kann man sich nicht einfach die Meinung sparen, Bruder? Kann man sich die, frag einfach, kann man sich die Meinung nicht einfach sparen, wenn man eine Dumme hat? Aufwachen müssen die, haben noch Maulkorb, Bruder. Es ist unfassbar. Ne? Ich habe schon damals keine angezogen, da ziehe ich heute schon gar keine an, ne? Aber. Oh, du bist so ein Rebell, Bruder. So ein Rebell, oh, stark. So ein Rebell. Ah, oh, ich habe. Oh, Junge. Oh, da merkst du direkt, wie der Pump ein bisschen döller wird im Arm. Oh, ich habe schon damals gehen angezogen. Oh, ich bin so ein Rebell, Bruder. Ja. Ah ja. So ein Rebell. Das kannst du gar nicht rolle hier. Geil. Einfach der Widerstand. Also, ich drück mich durch die Regale jetzt.
Ne, das ist mein Einkaufszettel hier. Da geht hier noch weiter. Wir fangen. Imagine, du schreibst den Papierzettel. Oh, Imagine, du schreibst einfach Papierzettel. Ich meine, man könnte das natürlich ins Handy schreiben mit so einer Abhakliste, da kann man so ruftippen, dann wird das alles so abgehakt. Dann kann man, wenn man alles eingekauft hat, für das nächste Mal einfach wieder da ruftdrücken, dann wird wieder alles end abgehakt. Und, also. Ach, scheiß drauf, Digga. Wir fangen jetzt mal an mit Milchprodukten, ne? Quark, Joghurt, Excreta und so weiter. Ich muss erstmal mich zurechtfinden, wo wir das jetzt finden noch hier. Aber ich bin bestimmt besser als ich. Aber ich bin eigentlich auch ganz gut. So, Milch haben wir jetzt schon mal. Jetzt gehen wir weiter zum Quack. So, jetzt haben wir hier einen leckeren veganen Drink. Ne? Ready to drink. Dann nimm mal mit, nur mal zu gucken, was der kostet, wie der schmeckt. Oh, das ist ein veganen Drink. Der ist bestimmt scheiße. Und der kostet mit 1,50 Euro so viel Geld. Das ist bestimmt Schmutz. Das ist bestimmt Schmutz. Schmutz ist das. Da nehme ich doch lieber Magerquark, der so schmeckt wie Fliesenmörtel. Lecker. Ja. Aber Magerquark ist so eine Sache, ne? Wenn du Magerquark nimmst, dann kommt einfach ein bisschen Chunky-Flavor rein. Dann ein bisschen Wasser dazu und dann im Mixer einfach alle 3 Minuten lang mixen, dann kannst du das auffressen. Ist alles irgendeine Sache der Zubereitung. Ja? 500 Gramm Magerquark. Was soll das sein? Milch oder was? Ich weiß gar nicht. Crazy, da ist wie irgendwie. Also ich muss sagen, Markus hat auch echt viel Ahnung. Das ist Y-Food, ist das Milch? Digga, lest da mal auf dem Etikett! Mandelmilch, oder? Eine leckere vegane Hafermilch. Aber das ist doch eine Mandelmilch. Das ist ja keine Hafermilch. Hä? Das ist Soja. Pflanzliche Proteinmilch. Das ist die erste Milch, die Protein hat. Guck mal. Oh, wirklich. Oh, mittlerweile ist es ja nicht mehr lustig. Naja, zeig mir doch mal eine normale Milch, die 50 Gramm Eiweiß hat. Zeig mir doch mal eine normale Milch, die 50 Gramm Eiweiß hat. Warte, gibt es nicht. Oh! Also ist es vielleicht eine Proteinmilch? Ist ja nicht mehr witzig. Ich verstehe ja, dass viel von der Thematik so zur Unterhaltung, ne, vegan funktioniert nicht und so ist. Das verstehe ich. Ist alles auch witzig angelehnt. Ja, muss man vielleicht auch nicht zu ernst nehmen. Aber der Punkt ist, wenn man das nur aus diesem Populismus heraus macht, ohne jegliche sinnvolle Argumentation dazu, ist es doch irgendwann nicht mehr lustig. Ja? Weil das Problem ist ja, davon habe ich ja erzählt, ne, in den Kleinstadt-Gyms dieser Welt glauben das ja Leute. Das Problem ist ja nicht, wenn du das so aus Entertainment-Zwecken machst und auch witzig meinst und so. Ich meine, guck dir mal den Unterleitner an. Ja, egal ob jetzt, ja, ob Paul Unterleitner jetzt Stoff nimmt oder nicht, whatever. Trotzdem ist er übelste Maschine, Alter. Und ja, er ist ja vegan. Und er ist übelste Vieh. Und da gibt ja noch einige mehr. Hier auf Leon seinem Kanal, hier der mit Schwarzwald John immer zusammen macht, der eine von denen ist auch vegan. Auch übelste Vieh, Alter. Sieht richtig stabil aus. Also, Protein ist Protein, rein auf der chemischen Seite. Und man weiß mittlerweile, dass die Zusammensetzung der Aminosäuren entscheidend ist. Und wenn die richtig zusammengesetzt sind, ist es scheißegal, ob das aus Tier oder aus Pflanze ist. Vollkommen egal. Protein ist Protein, wenn die Qualität des Proteins stimmt. Und das Problem ist aber, dass die Vollversager das alle für bare Münze nehmen. Ja? Die stehen dann da, vierten Tag am Stück Bizeps. Schwer und falsch. Markus, ja, aber Scholle. Die glauben das alles. Für die ist das die Wahrheit. Und wenn du immer so machst, oh Fitnessfluencer und hast du Nähe sehen und dann wäre ein bisschen Kopf machen über seine Reichweitenverantwortung wäre vielleicht angebracht. Es wäre angebracht, sich über seine Reichweitenverantwortung ein kleines bisschen auch verantwortlich zu fühlen.
Wir müssen ein bisschen heimlich filmen, wir sind schon erwischt, Mann. Ne? Wir dürfen nicht so offiziell filmen. Also machen wir es bis hier top secret. Habe ich zugegebenermaßen ganz viel gegessen in der Diät auch. Körniger Frischkäse. So, jetzt gehen wir in die Protein-Joghurt-Schiene. Jetzt wird es wieder spannend. Ne? Mit extra Protein. Oh, das ist auch spannend. Ne? Aber auch Eiweiß, ne? Reines Eiklar. Und hier haben wir noch einen High-Protein-Drink. Dann nehmen wir auch noch mit. Oh, den habe ich auch schon getrunken, der ist geil. Das wird auch spannend bestimmt. Pistazie, der war lecker. Der war brutal lecker. Freue ich mich. Der war brutal köstlich. Puddings und Quarks, jetzt bin ich sehr gespannt. Muss ich euch sagen. Das will ich mal mitnehmen als Vergleich. 3 Euro. Das, guck mal hier, und jetzt sehen wir genau wieder diesen Punkt. Hier wird die ganze Zeit gesagt, das will ich mal mitnehmen als Vergleich, das will ich mal mitnehmen als Vergleich. Aber das ist absolute, also das, wenn man sagt Cherrypicking, das ist ja negativ Cherrypicking. Ja, das ist ja Bullshit. Weil du könntest ja auch einfach Sojagranulat nehmen. Dann kannst du deine ganzen anderen Sachen einfach in dein Arschloch stopfen. Und das ist eine Sache, die ich nicht verstehen kann. Dass es mit Absicht so falsch wie nur möglich beleuchtet wird. Und das ist, was mich dahinter nervt. Mich nervt ja daran, dass die Markus Rühl-Memes, dass die grasieren, die finde ich unwitzig, lach oder drüber, ja. Ich finde aber, wenn's das man nicht mit einer gewissen Ernsthaftigkeit daran geht. Vergleich doch mal mit richtigen Produkten. Nimm Sojagranulat, nimm Tofu, nimm Sojaschnetzeltet und. Das hat alles viel, viel mehr Eiweiß als tierische Produkte. Viel mehr. Und das alles in der Regel aus Isolaten herstellt, also aus qualitativ gutem Eiweiß. Ja, da hast du dann auf einmal 50 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm. Ja, da kommt auch dein Hühnchen nicht ran, da kommt nichts ran. Aber das wird hier nicht miteinander verglichen, weil man versucht, auf Krampf dieses, ja, vegan funktioniert nicht, ist doch ein lustig Bild. Ist nicht mehr lustig, wenn du dumm bist. Wenn du dumm bist, ist es dir lustig. Ja? Dann lacht man einmal darüber und zweimal und dann ist er das dritte Mal mit seinem Lego-Kasten gegen die Wand gerannt und hingefallen. Da ist es noch ein viertes Mal lustig und dann reicht's so. Dann denkt man sich so, Digga, halt einfach deine Schnauze. Du bist einfach dumm. Und man kann dir nicht helfen, weil du ein Dummkopf bist. So, jetzt haben wir noch Hähnchenbrustfilet, Natur. Hackfleisch haben wir vegan und einmal normal. Ist auch spannend, mal den Vergleich zu sehen von den Kosten. Jetzt gucken wir mal nach Hähnchenbrust, wo man fertig essen kann. So, Hähnchenbrust. Das haben wir alles. Harzer Käse. So, jetzt haben wir fast alles gekauft, jetzt kaufen wir nur noch Fisch. Ich würde sagen, ist wie Rausche sagt, ne? Dumme Leute sind irgendwie nur so lange lustig, wie sie niemanden anderen damit auf den Sack gehen, aber wenn du dir die ganze Zeit diesen dummen Unfug reinziehen musst, ja, und durch Lisa setze ich mich ja auch zwangsläufig mehr damit auseinander, da merkst du einfach, wie hirntot die Leute sind und wie diese ganze Argumentation erstens aus überhaupt keine Ahnung besteht und die wird natürlich auch noch gefüttert von diesen Influencern, die dann sagen, ja, das ist alles Quatsch und bla, oder die Diane und so. Wir müssen uns ein bisschen verstecken hier, weil überall, wir sind schon ermahnt worden, dass wir hier nicht aufnehmen dürfen heute, ist viel los anscheinend und wir müssen ein bisschen vorsichtig sein. Ja, jetzt kaufen wir noch Fisch und dann gucken wir mal noch, ich glaube, ein Corned Beef noch und dann haben wir es alles geschafft. Dann gehen wir raus hier, bezahlen. Und zu Hause machen wir dann richtig weiter. Dann nehmen wir alles wieder auseinander. Ich gucke jetzt immer nach dem billigsten Fisch. Also ich bin schon bemüht, immer das Billigste zu suchen. Dass er denkt, der kauft irgendwas Teures, um die Preise hochzuziehen. Ich vergleiche wirklich, damit ich das günstigste Angebot bekomme. Ja? Das steht nicht auf der Liste, aber das nehme ich für mich mit. Da läuft mir schon ins Wasser, Maul, aber ich liebe Lachs. Ja? Gibt es heute Abend dann. Soll Alicia kochen. Viel mehr Braten. Und das ist für unseren Einkaufswagen. Das günstigste Angebot. Ja? So, jetzt sind wir fertig. Jetzt bezahlen wir noch und dann nichts wie raus hier und dann geht's nach Hause. So, wieder raus aus dem Wahnsinn.
Ja, ich hoffe, wir haben jetzt alles gefunden. Das wollen wir zu Hause jetzt mal Resümee führen und die Preise vergleichen und dann gucken wir mal, was da rauskommt. So, Sportfreunde. Ist doch geil, ne? Das ist doch alles um was das geht. Das muss so billig wie möglich sein, weil man ja billig muss es sein, ne? Nicht günstig, sondern billig. Timmer, zu Hause. So wie es in Deutschland mit Lebensmitteln zu sein hat. Frische, billige Scheiße. Hallo Yoshi. Das Wasser im Mund zusammenlaufen ist das Quecksilber aus dem Fisch, was das Wasser bindet oder so. Hab schon wie abgewählt. Beim Herr Rühl in der Heimat. Wie das letzte Mal. Kennt er ja schon unser Wohnzimmer? Wir haben es diesmal nur anders gesetzt. Warum? Weil da hinten sieht es aus wie im Saustall. Ne? Und die Frau hat nicht aufgeräumt. Ich habe keinen Bock drauf jetzt. Also machen wir es heute so rum. Ja, also der Einkauf ist hier. Kleinen Überblick. Wir haben Dinge gekauft. Wir haben es versucht, genau dieselben Artikel zu ergattern wie das letzte Mal. Ist uns nicht gelungen, weil natürlich auch Kaufland die ganze Palette etwas umgestellt hat. Ne? Die haben sehr, sehr viele Eigenmarken, ist mir jetzt aufgefallen. Die haben viele Hersteller rausgenommen. Ich weiß auch warum, weil die Preisgestaltung vieler Hersteller mittlerweile so unverschämt ist, dass ich viele Einkaufsmärkte vom Lidl zum Beispiel weiß ich, da habe ich mal mit dem Filialleiter gesprochen. Frau hat nicht aufgeräumt. Ist das eigentlich diese Männlichkeit, von der wir alle sprechen? Die sich dazu entschieden haben, wirklich Dinge auch nicht mehr aufzunehmen. Lisa, jetzt räum doch mal auf hier. Weil es aber zu teuer ist. Das heißt, die boykottieren die Hersteller nach den extremen Preiserhöhungen. Nicht so wie bei Rühl 24, wir sind mit dem Preis stabil geblieben. Also könnt ihr mal verfolgen, wir haben keinen Cent erhöht die letzten halbe oder 18 Monate fast. Wir sind immer fast gleich geblieben mit jedem Preis, vor allem beim Protein. Ne? So, bezahlt haben wir für den ganzen Bums hier 89 Euro. Und jetzt setze ich meine Brille auf, sonst bin ich wieder doof, weil ich kann ohne Brille leider nichts mehr lesen. Und wir starten mal mit den Dingen, die wir das letzte Mal nicht hatten im Video. Ich fand die aber sehr, sehr spannend. Sinnvolle, sinnlose Dinge haben wir da immer mal gefunden. Ich finde eine sehr, sehr gute Alternative ist das Daily Protein. Die Firma nenne ich jetzt nicht, spielt auch keine Rolle. Das sind jetzt, das sind Eiklar, ne? Das sind 300 Milliliter, also im Umkehrschluss 30 Eier sind hier drin, ne? 10 Eier, 100 Milliliter verarbeitet, nur Eiklar. Ansonsten keinerlei Zutaten, natürlich, da steht noch ein bisschen was drauf. Und zwar... Der mega geiler an diesem Produkt ist, du kannst dir ja, wenn es nicht ausverkauft ist, so wie es eigentlich fast immer ist, im Großhandel, in der Metro oder im Seegross kaufen, Reinet Eiklar, weil da kannst du alle Sachen getrennt voneinander kaufen. Du kannst Reinet Eiklar im Tetrapack kaufen, aber auch im Liter Tetrapack, das sind dann glaube ich 30 Eiklar oder so. Du kannst nur Eigelb, du kannst dir mischt, also Vollei, kannst im Großhandel kannst du das alles kaufen. Da ist das auch ein bisschen günstiger als hier, ne? Jetzt, also hier aufgelistet. An sich ist es aber krass, weil, lass mir kurz lügen, 100 Gramm Reinet Eiklar haben 47 Kalorien bei fast 20 Gramm Eiweiß. Also das ist schon doll. Ich glaube 12 oder? Hat das nicht, ich weiß nicht, ob das unterschiedliche Produkte diesbezüglich gibt, aber ich glaube, ich habe mal irgendwie ins Jahr 16 Gramm Eiweiß hatte oder so auf 100 Gramm. Aber 47 Kalorien. Ne? Also das ist schon heftig. Ja. Du kannst dir praktisch ganz entspannt ein halbes Kilo davon rinfahren, ohne die wirklich jetzt viel Kalorien reingezogen zu haben. Ne? Das ist schon krass. Nee, eigentlich steht da gar nichts drauf an Zutaten. Nee, gar nichts. Hervorragend. Nur Eiklar. Preislich sind wir da bei 2,50 Euro für 10 Eiklar. Ne? Und dementsprechend haben wir auch den Proteingehalt hier von 10,2 Gramm. Das entspricht einem ganz normalen Ei, das ungefähr 11 Gramm Protein hat, das Eiklar auf 100 Milliliter. Also da ist kein Scheißdreck drin. Lassen wir das mal dahingestellt sein. Ansonsten finde ich es ein sehr, sehr gutes Produkt. Preislich natürlich, man muss immer sagen, macht natürlich Sinn, wenn man das Eiklar jetzt selber herstellt, wenn man jetzt das Vollei nimmt, trennt vom Eigelb und man hat sein fertiges Eiweiß, dann ist es natürlich viel billiger. Als Umkehrschluss kann man sagen, wenn man jetzt hier 10 Eier nimmt, bist du ungefähr bei 2,49 Euro. Ne? Wir haben hier 300 Milliliter, das sind, naja, also bekommt vom Preis ungefähr identisch hin. Dafür finde ich einen sehr, sehr fairen Preis. Man hat ein gutes Produkt, man hat ein RTD, also man kann es auch. Eigelb hat im Gegensatz zum Eiweiß das meiste Fett. Ja, Eigelb hat auch mehr Protein als Eiweiß, das ist komplett richtig, aber hat auch den dreifachen Kaloriensatz. Also wenn du nur das Ei klar konsumierst, hast du ein bisschen weniger Eiweiß da drin, aber du hast nur ein Drittel der Kalorien. Das ist der Unterschied. Und du kannst einfach viel mehr Protein auf die gleiche Menge Kalorien essen.
Deswegen ist, und warum, jetzt könnte man über Sinnlosigkeit oder Sinnhaftigkeit sprechen, für manche Zutaten, ne, wisst ihr, vom Backen zum Beispiel, brauchst du ja nur Eigelb, ne? Und wenn sowas in großen Mengen hergestellt wird, deswegen gibt es im Großhandel Eiklar, also Eiweiß und Eigelb voneinander getrennt. Weil wenn du jetzt zum Beispiel nur Sahne herstellen willst oder Eiweiß aufgeschlagen, dann geht das alles viel, viel schneller. Und der Preis ist nicht viel teurer, als wenn du ein Vollei kaufst in einer Packung. Ne? Wir brauchen nicht davon reden, dass Eier nicht fair produziert sind und dass alle Hühner ausgebeutet werden und dass das die übelste Müllindustrie ist, wo jedes Huhn irgendwie 1,50 cm Platz hat. Darüber brauchen wir nicht sprechen, ja. Also, wenn es danach geht, dann, also wenn du aus der Riege argumentierst, dann kannst du keine Eier essen. Außer welche, wenn du vielleicht draußen 3 Hektar Platz hast und da 10 Hühner hältst oder 20, dann ist das wahrscheinlich vertretbar, ja. Aber die Produkte an sich sind deshalb getrennt, weil sie in der Industrie oder in den großen Küchenformaten, auf die ja der Großmarkt so abzielt, ihre ganz separate, schnellere und einfachere Verwendung haben. Deswegen. Aber Eigelb ist das, was dem Eiweiß seinen Geschmack gibt. Nein, das ist nicht richtig. Separatet Eiklar schmeckt genauso nach Ei. Also den Vergleich kann man machen, wenn ihr das interessiert. Das schmeckt genauso wie Rührei. Es fehlt natürlich die große Menge an Fett, weil das Eigelb ja auch mehr Fett beinhaltet. Deshalb ist es nicht ganz so geschmacksintensiv, aber es schmeckt schon ganz genauso in die Richtung. Hallo in Schubidubio, mein Lieber. Willkommen, willkommen. Und hallo, Mikro. Kann man aus dem Eigelb wenigstens noch ein Küken ziehen? Nein. Nee. Oder du machst halt ein bisschen Kalanamak ran. Da können wir jetzt Spikey fragen. Der ist nämlich mittlerweile auch Kalanamak-Konnoisseur. Ja, richtig. Gibt's auch Rühr... auch trinken, wenn man ganz hart gesotten ist, oder man macht es halt, wie Sie es vorschlagen, mit Spinat und ein bisschen Salz und Pfeffer und hat man ein fertiges Omelett. Also das, Daumen hoch, sehr, sehr gutes Produkt, muss ich zugeben. Würde ich mir auch kaufen, wenn ich zu faul wäre, Eier zum Trennen, was ich oft bin, ist das eine sehr gute Alternative, um ein gutes, sauberes Bodybuilding- oder fitnessgerechtes Omelett sich zuzubereiten. Also Daumen hoch. Ja, hier der Thunfisch. Muss ich jetzt mal schauen. Der Thunfisch ist immer so bei 79 Cent gewesen. Ich weiß jetzt gar nicht, wo wir hier liegen. 1,20 Euro mittlerweile, ne? Der Punkt ist, das ist halt das Krasse. Das Dumme oder das Sinnlose an dem Video ist eigentlich, okay, Lebensmittel sind jetzt teurer geworden. Fast überall, also an vielen Stellen auch, ne? Aufgrund sich verändernder Finanzsysteme, ne? Wir haben wieder eine höhere Zinsmarktpolitik und. Die Inflation ist höher, also wir haben eine Teuerung an ganz vielen Stellen. Der Punkt ist aber, dass wir in Good Old Germany sowieso nicht bereit sind, wirklich Geld fürs Essen auszugeben. Wir sind ja billig, ja, und ich rede jetzt wirklich von billig, nicht von günstig. Wir sind ja billig Lebensmittel gewöhnt. Und wir sind ja im Verhältnis dazu, wie reich unser Land ist, eins der Länder, was am wenigsten Geld für Ernährung ausgibt. Ne? Die Japan, Frankreich, sehr gigantisch krasse Ausgaben für Lebensmittel vom durchschnittlichen Gehalt. Das hat ein bisschen mit unserer Landespolitik zu tun hat und ein bisschen überhaupt Grennerei mit der Ausstellung. Also das hat ja viele Ursachen, das ist eine komplexe Problematik. Die Sache ist die, wir sind diese geringen Preise gewöhnt, deswegen kann ich natürlich verstehen, dass Leute jetzt sauer sind und sagen, boah, Digga, das ist alles teurer geworden und so. Der andere Punkt ist aber, wir haben auch jahrzehntelang für Lebensmittel unterirdische Preise bezahlt. Wenn du hart auf hart argumentieren würdest, ja, dann dürftest du Thunfisch ja nicht mehr kaufen können. Das ist der Punkt. Ganz viel Thunfisch ist ja vom Aussterben bedroht, ne, Gelbflossen-Thunfisch und, ne. Übrigens, ich muss mal ehrlich sein, Thunfische sind ja wunderschöne Tiere, ja? Wenn du dir mal einen Thunfisch anguckst, sie sind ja wunderschöne Tiere, ja? Und bei uns landen die halt vorgegart in einer Dose für am besten 30 Cent, ja, weg mit dem Müll. Und die dürfte nicht teurer werden, sondern theoretisch, also jetzt wird natürlich eine schwierige Argumentation, wenn man selbst auch nicht vegan ist, ja. Aber eigentlich dürfte man das ja nicht mehr kaufen können.
Weil viele Thunfischarten ja vom Aussterben bedroht sind. Gleich schon mal näher schauen. Vielleicht kann mein Kollege gerade mal helfen. Guck mal, ob du Thunfisch findest. Also Thunfisch ist ja allgemein bekannt als sehr, sehr gute Proteinquelle. Ihr kennt es von meinem Thunfischshake. Ich liebe diesen Shake. Trinken auch täglich fast noch nach wie vor. Wenn die Sauerei nicht immer mehr im Shake her, würde ich es wirklich mehrmals am Tag trinken. Ich weiß, dass der Thunfisch immer so ein. Thunfischfiletsaft. Ja, Thunfischfilet im Saft, im eigenen Saft, genau. Also, 1,49. ja, ich hatte immer so bezahlt 79 bis 89 Cent, ja, das weiß ich noch. Das stimmt doch wirklich. Also in den letzten 2, 3 Jahren ist Thunfisch wirklich von unter 1 Euro, sind mal so 89 Cent bezahlt oder 99 Cent, mittlerweile 1,20 € pro Dose. Das stimmt, ist wirklich teurer geworden. Aber da ist eben auch der Punkt, eigentlich dürfte man das ja nicht mehr kaufen können. Weil, wie gesagt, wenn ihr euch ein bisschen Gelbflossen, Thunfisch, das sind übelst schöne Tiere, ja. Vom Aussterben bedroht und ja, das hält Kämen davon ab, die weiter zu überfischen und umzubringen. Und zwar werden die, ne, und wenn Thunfisch, wenn man sich anguckt, wie der zubereitet wird, der wird ja, also der wird ja komplett zersägt. Ja, das ist ja zu wild. Aber es sind wirklich schöne Tiere. Na, jetzt ist natürlich, jetzt wollte ich euch zeigen, wie der aussieht, und du kriegst natürlich nur. Ah, nee, doch nicht. Hier, guck mal, hier war ein Foto, wo er noch im Wasser schwimmt. Guck mal, die sind wirklich hübsch. Und das ist ja einer der beliebtesten und teuersten Thunfischarten, und der ist mittlerweile vom Aussterben bedroht, ne? Und die werden ja gefühlt bei lebendigem Leib einfach auseinandergesägt, ne? Und die sind komplett überfischt und alles. Die sind wirklich schön. Und was der viele, weil wir kennen ja Thunfischsteak so in so Handgröße oder Thunfisch aus der Dose, das ist ja wie Leute am meisten diesen Thunfisch überhaupt konsumieren oder kennen. Ich meine, diese Viecher, die sind riesig. Also diese Tiere sind, die sind riesengroß, Alter. Wir sind jetzt hier also 60%, also kann man sagen 80% Preiserhöhung. Sind wir hochgeschlagen beim Thunfisch. Thunfisch ist ja immer so ein Gerede mit Schwermetall belastet. Klar, die Meere sind natürlich da schon ein bisschen verseucht, aber. Guck mal, und hier wieder den richtigen Satz gesagt und die falsche Schlussfolgerung daraus gezogen. Und das verstehe ich nicht, weil das ist dumm. Ignorant und dumm. Ja? Die Meere sind nicht ein bisschen verseucht, sondern komplett. Ja? Und das wissen wir ja nicht erst seit, das wissen wir ja nicht erst seit Seven in the Wilds. Ja? Die Meere sind komplett im Arschloch. Du kannst Säugetiere aus dem Meer ja nicht mehr essen, weil die komplett verseucht sind, aber so volle Mett. Ja? Walfleisch und alle, die großen Säuge sind alle komplett verseucht. Du kannst nichts davon fressen. Egal, ob das Hai ist, Wal, Bums, Tintenfische, das fast alle davon ist übelste Granate verseucht. Umso größer die Viecher, umso mehr Schwermetalle sind in den Viechern drin. Ja? Das hält natürlich die verschissenen Färöer-Arschlöcher nicht davon ab, irgendwelche Wale umzubringen und die zu zersägen aus Langeweile. Ja? Sollte vielleicht immer mal hingehen und die zersägen. Würde vielleicht auch witzig sein. Würde ich mehr lachen. Sag ich euch, wie es ist. Ja? Weil du das nicht mehr, du kannst das nicht mehr konsumieren. Und das Problem ist, dass die Meere so doll vergiftet sind und mit Plastik und Schwermetallen und Industrieabfällen und, dass immer mehr Fischbestände dadurch Schaden nehmen oder generell Meeresbestände Schaden dadurch nehmen und selber darin zwar leben können, auch ein bisschen aufgrund der Anpassung, aber die Lebensmittel, die aus dem Wasser kommen, werden immer giftiger. Die werden immer giftiger. Und in dem Satz, den er hier sagt, ich mach da mal kurz zurück, da kommt kein Aber. Da ist ein Punkt und da kommt kein Aber. Und diese Schlussfolgerung nicht ziehen zu können, ist verloren, Alter. Die ist einfach fucking verloren. Sind jetzt hier also 60%, also kann man sagen 80% Preiserhöhung. Sind wir hochgeschlagen beim Thunfisch. Thunfisch ist ja immer so ein Gerede mit Schwermetall belastet. Klar, die Meere sind natürlich da schon ein bisschen verseucht, aber Da kommt kein Aber, da ist ein Punkt. ich finde es trotzdem preislich eine gute Alternative. Da hat man fast 40. Imagine, du argumentierst immer noch, sagst, naja, das ist zwar vergiftet eigentlich und die Meere sind eigentlich komplett gefickt, ja. Aber es ist billig, Digga. Aber es ist billig.
Das geht nicht mehr in meinen Kopf rein, Alter. Okay, cool. Es ist günstig. Ja! Ich habe mal gelesen, dass die Leber von Ureinwohnern, die noch Wale jagen und essen, gar nicht beerdigt werden darf, weil so viele Schwermetalle drin sind, dass es eigentlich Sondermüll ist. Oh Gott. Gut. Machst du mir gerade meine Made wahrlich? Ja! 50 Gramm Protein in so einem Ding. Insofern ist es preislich noch absolut okay. Und man kann es fast vergleichen jetzt mit dem Ei. Wobei ich jetzt eher zum Ei tentieren würde und nicht zum Thunfisch. Geschmacklich sollst du mich darüber streiten. Aber mein Thunfischshake ist sowieso am allerbesten. Also auch das nach wie vor top. Preisgünstig wird immer, und das ist eigentlich das letzte Mal unser Bestseller gewesen, preislich wird immer der Speisequark am allerhöchsten Stufe sein. Ne? Wir haben hier beim Quark, jetzt kein Bullshit erzählen, das sind ja, weil die Milchindustrie halt gut subventioniert ist, ne? Hat Ronny uns ja alles offengelegt. Mehr so Pi mal Daumen 12 bis 15 Gramm, ja genau, 12 Gramm Protein haben wir hier. Der Joghurt ist entsprechend immer genau die Hälfte, da haben wir immer so 5 bis 6 Gramm, kann man immer so sagen. Das ist so die Maßregelung, was beide hat. Ich würde immer den Magerquark nehmen, und zwar ist er zwar ein bisschen schlimmer vom Geschmack her, ist preislich aber natürlich die beste Alternative, weil auch weniger Kohlenhydrate und weniger Fett. Aber natürlich geschmacklich etwas schwierig. Man hat halt immer sehr viel im Mund. Und preislich, wo sind wir da? Guck mal, Speisequark 500 Gramm. Der dürfte nur leicht angestiegen sein. Das können wir jetzt mal schauen im Vergleich zum letzten Video. Können wir mal einblenden, was das letzte Mal gekostet hat. Die 500 Gramm Speisequark in der Magerstufe. Sind wir dieses Mal, denke ich mal, vom Preis hier etwas teurer. Der kleine 75 Cent. 1,40 Euro. Also macht's. Ja, naja. Also trotz allem sind wir da bei 500 Gramm leicht günstiger. Wir müssen mal schauen jetzt, wenn wir jetzt einblenden hier im Video, was das letzte Mal gekostet hat. So, wir haben jetzt gerade mal geschaut, deswegen die kleine Pause, weil wir wollen wirklich da. Stabil verdoppelt, ne? Lag ja viel daran, dass die Kornkammer der Welt, ja, dass in der Ukraine lange kein Tierfutter exportiert wurde, ne? Und deswegen die ganzen Rohstoffpreise im Milchbereich ja auch so super angestiegen sind, ne? Dazu kann man ja auch mal Zahlen sagen. Aktuell kostet so ein Kilo Whey übrigens, ne? Um da mal, wir haben Preise nicht erhöht, hat er vorhin gesagt, in unserem Rührshop, ne? Aktuell kostet ein Kilo Whey Protein Konzentrat 6,80 Euro, glaube ich, und ein Kilo Isolat 9 Euro. Aber ein Kilo normale Whey auch bei Rühl im Shop kostet wie viel? 30 Euro? Also, ne, die Grundrohstoffe sind ja nicht mehr so teuer. Die waren natürlich eine Zeit lang jetzt mal teilweise bei 14, 15 Euro, eben weil das Tierfutter für die Kühe so viel teurer war, ne? Und deswegen sind auch die Milcherzeugnisse alle so hochgeschossen, ne? Ehrlich und bei der Tatsache bleibe. Also, mittlerweile sind die 250 Gramm, nee, andersrum, der Preis hat sich verdoppelt. Also für die Preise von 250 Gramm haben wir damals 500 Gramm bekommen. Und der 500 Gramm ist jetzt auch doppelt so teuer. Der Preis hat sich für 100% facht. Und das ist meiner Meinung nach eine absolute Frechheit. Das ist seiner Meinung nach, ne, hier sehen wir Markus Rühl, studierter BWLologe und VWLologe und studierter Landwirt, studierter Agrarwirt auch. Es ist eine Frechheit. Es ist eine Frechheit, dass es verhundertprozentig facht. Ja, einfach frech. Es ist einfach frech, verhundertprozentig facht. Frech ist das! Dass es teurer geworden ist, weil die Tiere, ja, weil das Tierfutter teurer geworden ist, weil man es aus der Ukraine wegen dem Krieg nicht exportieren konnte, weil die Russen die Häfen dicht gemacht haben. Das finde ich frech, dass ich unter dem völkerwiderrechtlichen Krieg in der Ukraine hier leiden muss. Frech einfach, 100% mehr frech. Ja, so jetzt aber auch. Der Krieg macht mir meine Gains kaputt. Warum? Frieden jetzt für die Krafthalle. Weil ich bin jetzt auch im Milchgeschäft und
Die Preise haben sich nicht verdoppelt, das kann ich euch garantieren. Die sind etwas teurer geworden, aber okay. Ah, soll ich das so stehen lassen oder soll ich es widerlegen? Das könnte ich jetzt auch widerlegen. Ich könnte jetzt eine solide Quelle, auf die man sich gut berufen kann, zeigen, indem mir gezeigt wird, dass die Preise sich verdoppelt haben. Haben sie. Also keine Ahnung, was er hier erzählen will und auf was er hinaus will, aber die Preise der Grundrohstoffe WPC und WPI haben sie verdoppelt. Ich kann auch Ronny schreiben, der kann mir eine offizielle Statistik schicken dafür. Ja. Ist also Bullshit, ja. Da hat sogar einer, der in der Industrie relativ big and wakes ist. Warte mal. Stellung im Sortiment. Warte mal, vielleicht kann ich euch hier zeigen, da ist hier jemand sehr big vom, wie heißt der Shop? Bodybuilding Depot, genau. Da wurden die Preise, der ist ja mit seiner Preisgestaltung relativ transparent, das ist ziemlich cool. Und die Preise haben sich verdoppelt, ne? Die lagen eine Zeit lang auf dem doppelten Niveau. Im Gegensatz zu vor dieser Kriegsepisode, ja. Und da die Nachfrage nicht gedeckt werden konnte, ne, der Markt hatte extremen Bedarf. Aktuell ist es bei Kreatin und bei Eiweißhydrolysat, also dem, das ist das, was man als Clearway kennt, was man praktisch, das ist ein Eiweiß, aus Milcheiweiß und dann kannst du in Wasser kippen und das wird durchsichtig. Ne, also daraus ist eher wie so ein Saft dann danach. Das ist immer noch sehr, sehr teuer, weil das Verfahren, das herzustellen, super aufwendig ist. Da. Ihr habt da. Also für mich ist das ungefähr die Hälfte. Ne, es kommt jetzt eine Jans hin, ja, aber es ist ungefähr die Hälfte. Ne? Wir sehen hier im April 22, das ist ja, ich habe eine Tabelle von Ronny gesehen, der, wie ihr wisst, auf dem Milch-An- und Verkaufmarkt tätig ist. Ne? Also April 22 hat das Whey-Protein-Konzentrat, das wird im Allgemeinen WPC genannt. Ja? Und für Whey, nur noch mal als Erklärung, Whey ist ein anderes Wort für Molke. Ja? Also es gibt ja verschiedene Proteine in der Milch. Wir haben zum Beispiel Casein und Casein ist ein langkettiges Protein. Da braucht der Körper lange, um dieses Eiweiß aufzuspalten und aufzunehmen. Das ist also, wenn man einen Shake trinken will, der lange satt macht und den Körper lange über eine Zeit lang mit Eiweiß versorgt, dann ein Casein. Und wenn man schnell viel Eiweiß benötigt, ne, so wie nach dem Sport, ne, kritische Phase, haben Studien herausgestellt, ist ungefähr eine Stunde nach dem Training, dann trinkst du einen Whey-Shake. Und Whey ist ein anderes Wort für Molke. Also WPC, Whey-Protein-Konzentrat, ist einer der grundlegendsten Rohstoffe für diesen gesamten Eiweiß-Supplement-Markt. Daraus werden die meisten Proteine hergestellt. Dann gibt es noch WPI, das ist ein Whey-Protein-Isolat. Ja. Das ist von der Qualität noch ein bisschen höher, da sind noch weniger, also isoliert, ne. Also ist das noch mehr Eiweiß drin, weniger Fremdstoffe, weniger Kohlenhydrate, Fett und so weiter. Ist also in diesem Raffinerierprozess noch stärker aufgespalten, dass man noch reineres Eiweiß bekommt. Das funktioniert ein bisschen, also so grob, ja, man bläst praktisch Milch, ja, man bläst Milch auf eine Metallplatte auf und schleudert sie dann, um dann diese Stoffe voneinander zu trennen, ne. Gibt so verschiedene Verfahren, zum Beispiel, wie man das Fett in die Milch bringt, ne. Da wird einfach Fett und Milch auf eine Metallplatte geschossen, ja, und dann zerbröckelt das praktisch, also müsst ihr euch vorstellen, dann wird das in ganz mikrokleine Bläschen auseinandergesprüht, wie so ein Sprühnebel. Und dann verbindet sich das praktisch nicht mehr, sonst würde sich in der, also verbindet es sich miteinander, weil ansonsten würde sich in der Milch der Fett ja halt oben absetzen, ne? Weil Fett, wisst ihr ja, ist nur leichter als Wasser, würde sich also auf der Milch oben absetzen. Tut es ja nicht, wenn ihr so Milch in der Packung kauft. Das ist, weil das über einen Prozess miteinander verbunden wird. Und man kann das aber auch genau entgegengesetzt machen. Man kann auch die Sachen alle voneinander trennen, ja. Und dann kann man praktisch das Eiweiß aus der Milch raus isolieren. Und hier seht ihr das jetzt, ne? Der Preis, würde ich sagen, hat sich ungefähr halbiert. Das stimmt also, ne? Also, wisst ihr jetzt nicht, auf welchem Milchmarkt Markus Rühl tätig ist, in welchem Milchbusiness, ja. Aber in dem, was für die ganze Welt gilt, haben die Preise sich ungefähr halbiert wieder, ne? Die waren also eine Zeit lang sehr, sehr hoch. Jetzt könnte man natürlich in Frage stellen, warum kosten, also ist ja schön, dass die Preise stabil waren, ja, aber das Whey bei Markus Rühl kostet schon, ihr fühlt immer 30 Euro. Ja, also schon immer teuer.
wenn man es mal, wenn man mal danach geht, dass die Rohstoffpreise 6,90 Euro sind. Ja. Aber immer noch in dem Maße. Gut, da kommt jetzt noch Energie dazu und Verpackung etc. Aber auch das haben wir bei Rühls Bestes auch. Und wir sind trotzdem in der Preisgestaltung fair geblieben. Da hat die Firma mal ordentlich zugeschlagen. Ist eigentlich ein No-Go. So, okay. Der Joghurt ist von der Proteinquelle ungefähr 50% vom Quark. Wo liegen wir da beim Preis? Das ist Andächer Natur. Das war der einzige, den ich gefunden hatte. Sehen wir da was? Wir machen jetzt gleich nochmal eine Pause und vergleichen es mit dem Video von damals, damit wir den originalen Preis haben, ne, damit wir euch keinen Scheiße erzählen. So, jetzt haben wir gerade geschaut. Ich muss dazu sagen, damals hatten wir keinen Bio-Joghurt. Jetzt haben wir den Bio-Joghurt, weil es war wirklich der einzige, den ich gefunden habe, allein war leer. Der von der Firma Andächer Natur Bio-Joghurt kostet 1,29 Euro. Jetzt ziehen wir mal 30 Cent ab, weil es ein Bio-Joghurt ist. Damals waren wir bei 500 Gramm Joghurt, Magerquark, 0,1% Fett bei 45 Cent. Auch da sind wir 100% teurer geworden. Auch da hat die Industrie volle Suppe zugeschlagen. Dürfte so nicht sein. So, das hat man damals nicht gehabt. Das habe ich jetzt nur gezeigt, weil es eine ganz tolle Proteinquelle ist. Mein allseits geliebter Frischkäse, ne? Körnige Frischkäse. Abbruch. Esse ich immer. Finde ich vom Proteingehalt hervorragend. Wir haben hier 12 Gramm, also etwas mehr wie beim Joghurt. Schmeckt etwas besser wie der Magerquark. Aber hat natürlich auch einen höheren Preis. Deswegen ist es die Frage, macht es Sinn? Für mich schon. Kann man gut essen. Preislich kann ich jetzt nichts dazu sagen, aber ich gehe davon aus, wenn... Also ich sage euch, wie es ist. Ja, muss ich natürlich absolut mitgehen. Ja, also Körner Frischkäse. Packung fast 30 Gramm Eiweiß pro Packung. Absolut geil. Schmeckt für viele oben ein bisschen stumpf. Aber Lisa hat mir ein TikTok-Rezept geschickt. Und seitdem hat sich mein Leben zum Besseren gewandelt. Alle Milchprodukte bisher 100% teuer geworden ist, werden wir auch hier eine Teuerungsrate von 100% haben. So, bevor wir jetzt weitermachen mit Handkäse und so weiter, würde ich gerne mal zwei Produkte vorstellen, die wir das letzte Mal... Stimmt übrigens nicht, Hans. Körner Frischkäse hat keine 50 Cent gekostet, Loik. ...nicht hatten. Und zwar für meine veganen Freunde. Ne? Ich habe ja letzten Podcast mit einer Veganerin gehabt oder beim Leroy Matata. Die junge Frau ist ja sehr engagiert. Die kennt ihr vielleicht von Instagram. Ne? Meiner Meinung nach hat sie ein... Ne? Aber egal, lassen wir das mal dahingestellt sein. Und sie hat mir mit aller Willen und boah, es ist genauso richtig und lassen wir mal das... Digga, was labert er denn? Hast du gekifft, Junge? Meint er die militante Veganerin? Lassen wir das mal dahingestellt sein. Und sie hat mir mit aller Willen und boah, es ist genauso richtig und... Lassen wir mal das Ethische außen vor. Gehen wir jetzt mal nur nach den Fakten. Proteingehalt, muss ich ganz ehrlich zugeben, sind wir beim... Das ist witzig. Das ist witzig, wenn man sagt, man lässt das Ethische außen vor und geht dann nur nach den Fakten. Ah, so funktioniert unsere Welt. So funktioniert es, Bruder. Also wir lassen das Tierleid und den und dein Hund und deine Katze sind super Haustiere, aber alles andere muss weggeschreddert werden. Ich weiß nicht, ob man das einfach sagen kann, wir bleiben mal bei den Fakten. Ja, die Fakten sind ja auch, dass in der Industrie viel Schaden angerichtet wird. Das ist ja ein Fakt. Ja, das sind ja Fakten. Also muss man die schon mit betrachten, oder? Ich meine, dass die militante Veganerin ein super, super kontroverser Mensch ist, ja, ne, also diese offenen Bekenntnisse zur nach rechts irgendwie offen zu sein und diese Verbrüderung teilweise anzunehmen, auch so Statements, so transfeindliche Statements, es gibt ja viele Tweets, die da gescreenshottet wurden und viele, viele Discord-Beiträge, die wirklich schwierig sind, von der Person kannst du also halten, was du willst, kann sich jeder seine eigene Meinung drüber bilden. Trotzdem bleiben wir bei einem faktischen Standpunkt, dass die Industrie eine riesengroße Ausbeutungsdebatte mit sich führt. Ja? Also diese ganze, die Tierindustrie kann sich faktisch nicht frei machen von der Ausbeutung anderer Lebewesen. So, ja? Das ist auch ein Fakt. Und egal, ob andere Leute, die... eine militante Veganerin ist der größte vegane Influencer in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum,
dass man die nicht gutheißt, vollkommen okay. Und dass die vielleicht mit ihren Argumenten der Debatte auch nicht immer zuträglich ist und mit ihrer Art und Weise und ihrem Verhalten, auch das ist vollkommen okay. Trotzdem ist es ja wichtig, sich mit dem Thema an sich auseinanderzusetzen und nicht zu sagen, ja, lass dich einfach mal außen vor. Das ist ja Bullshit. Ja, die Fakten von vor 100 Jahren, wo man 90% der veganen Proteinsalate noch gar nicht kannte, zum Beispiel. Ne? Also, man weiß einfach heute, dass pflanzliche Proteinisolate nahezu die gleiche Wertigkeit auch haben und die gleichen Aminosäureprofile wie Fleisch. Ja? Also, da gibt es ja keinen Rum hier, da gibt es gar keine Quatsche mehr. Ne? Das kannst du einfach nicht mehr wegdiskutieren. Mühlenhack hier, das ist auf Basis von Soja. Absolut im Rahmen, das sind 12 Gramm beim Schwein und Rind. Ich habe jetzt gemischtes Hackfleisch genommen. Sind wir bei 18 Gramm Eiweiß. Beim Reinrind haben wir noch ein bisschen mehr. Wir sind beim Fettgehalt hier etwa bei 10 Gramm und hier müssen wir ungefähr etwas mehr. Und zwar bei, bevor ich jetzt über Scheiße erzähle, lese ich schnell, da sind wir tatsächlich bei 18 Gramm. Also, von den Nährwerten kann das absolut mithalten. Was aber auf gar keinen Fall ist, dass das vom Preislichen da mithalten kann. Da. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt. Und das ist jetzt das Krasse. Und hier müsste man, hier müsste, egal wie witzig das immer alles ist, und das kann man auch kritisieren, egal ob man Markus Rühr als Kunstfigur oder als Figur in seiner Rolle als Bodybuilder gut findet, schlecht findet, whatever, ja. Hier müsstest du mal einen Punkt machen, müsstest du sagen, okay, ist ja alles immer witzig mit bla, vegan funktioniert nicht und so. Aber hier wird jetzt aus einer absolut verlorenen Perspektive argumentiert. Das preislich geht das gar nicht, weil das eine hier, das ist 500 Gramm oder 400 Gramm und das kostet so und so viel und das andere, das ist viel teurer und das ist viel weniger. Ja, Digga, die Fleischindustrie ist halt, erstmal bezahlst du auf das eine weniger Steuern als auf das andere, ja, das ist das Verlorene unserer Politik, ja, und der andere Punkt ist, das eine ist halt, das ist halt ohne Tierausbeutung hergestellt worden, ja. Der ethische Aspekt spielt ja auf jeden Fall beim Kauf eine Rolle. Kannst ja nicht einfach sagen, ja, nee. Und wenn du jetzt sagst, ja, aber trotzdem, dann sag ich, naja, aber trotzdem ist ja das eine subventioniert und wird mit dem Geld von allen bezuschusst und das andere nicht. Die eine Industrie davon wird von unserem Staat künstlich am Leben gehalten, weil die sich sonst schon seit einer langen Zeit ja nicht mehr richtig rentieren würde, weil dann müsste man ja noch mehr, da müsste man sich ja überlegen, wenn wir jetzt keine Rumänen mehr einstellen, die Tiere schlachten, sondern Leute, die noch weniger Geld verdienen und wir müssten die Tiere noch dicker zusammen in irgendwelche Ställe stopfen, weil wir noch mehr Fleisch für noch günstigeres Geld produzieren könnten, um überhaupt wettbewerbsfähig zu bleiben, da merken wir, dass man hier vielleicht nicht aus seiner verlorenen Trottelperspektive heraus argumentieren müsste, sondern mal einen Punkt einnehmen müsste, wo man sagt, na, vielleicht sind diese Produkte hier auch nicht preislich eins zu eins zu vergleichen, weil das eine ist nicht über unseren Staat subventioniert und eine unterstützte Industrie dahinter. Vielleicht hat man für die Alternativprodukte ja auch viel mehr Steuern als für die anderen Produkte. Vielleicht ist es ja eine komplette Ungleichbehandlung von Lebensmitteln. Scheiße. Vielleicht müsste man hier mal klarkommen und eben nicht dumme Scheiße erzählen. Weil das ist die dumme Scheiße, die irgendwelche Trottel globen. Und das macht mich einfach sauer, weil es ja eine Witze ist. Ist einfach eine Argumentation, wenn man keine Ahnung hat. Und ich habe mal gelernt, wenn man keine Ahnung hat, dann hält man seine Fresse. Ja? Und auch in Markus Rühl könnte sie mal zu Herzen nehmen, die Schnauze zu halten, wenn er keine Ahnung hat. Oder was man in der Perspektive noch viel besser machen könnte und was seiner Reichweite vielleicht sogar zuträglich wäre, ja, wenn man sich einfach damit beschäftigen würde und vielleicht mal ein bisschen Real-Rap droppt, ja, und sagt, naja, Leute, haben wir ja vielleicht doch ein bisschen informiert, weil ich bin ja nun auch Influencer im Fitnessbereich, auch wenn auf meine Sachen steht No Hipster wer und No Influencer bla, der ist ja ein Fitness-Influencer, ja, sich vielleicht mal ohne rausquatschen aus der Verantwortungsrolle, die man hat. Weil tatsächlich könnte man sich hinstellen und sagen, ja, die gibt es preisliche Unterschiede, aber der preisliche Unterschied kommt eben zustande, weil das eine Produkt über unsere Regierung subventioniert ist und die Ausbeutung dieser Tiere praktisch künstlich auf einem Niedrigpreisniveau erhalten wird und die Produkte damit im Prinzip noch ein bisschen unfairer sind als die anderen. Dann hätte man dann auch mal einen Standpunkt bezogen. Man muss ja nicht sagen, ja, werdet jetzt alle vegan oder so. Man muss ja auch keinen zu irgendwas zwingen. Aber man kann ja mit vernünftigen Argumenten argumentieren, mit vernünftigen Punkten in diese Debatte hineingehen und sagen, ja,
Vielleicht ist es ja nicht einfach schwarz und weiß. Vielleicht kann man ja nicht einfach sagen, das eine ist günstig, das andere ist teuer. Vielleicht setzen sie die Preise ja auch aus Aspekten zusammen, die ein bisschen überordnet oder unterordnet davon stattfinden. Und das ist sehr, sehr verloren. Da, und das Problem ist, dass irgendwelche Trottel sich halt hinstellen und sagen, Markus Rühl hat's gesagt, fair und falsch. Das ist einfach verloren und auf sowas habe ich keinen Bock, weil es dämlich ist. Und es würde ihm noch viel besser stehen, sie mal hinzustellen und zu sagen, ja, klar kannst du vegan ohne Maschine werden. Ja? Und dass die Produkte irgendwie ungleich bewertet sind und dass Faktoren eine Rolle spielen, die Produkte ungleich machen, vor allem preislich, das ist ja Kacke, weil da wäre ja ein bisschen Gleichgewicht und ein bisschen Gerechtigkeit für die Leute, die sich alternativ ernähren, vielleicht wäre immer angebracht. Das würde ihm auch viel besser stehen. Aber hier muss man jetzt auf Krampf edgy sein. Und boah, Digga, wenn du in einer sich immer progressiver entwickelnden Welt konservativ wird, ich will das nicht, weil es schon immer so war, an den Tag zu legen, ist einfach nur verloren. Da hörst du angespuckt und gut ist, Alter. Brauchst du auch nichts mehr zu sagen, ja. Weil seit wann sagen wir denn, oh Digga, du bist dumm und hast dumme Argumente gebracht. Du bist der Beste. Dumme Scheiße, ja. Ja, das ist ja so, als würde man sich hinstellen und bei Trump klatschen. Oh, du hast dumme Kacke, du hast dich nicht informiert. Du bist der Beste, du bist so cool. In der Welt, also in meiner Welt passiert das nicht. Ja? Ich klatsche jetzt für keinen, der dumme Scheiße erzählt. Da denke ich mir so, kannst du bitte deine Schnauze halten? Ach, das Markenveganer kann preislich nicht mit dem Billighack mithalten, ach was. Das Witzige wäre, man könnte ja auch mal vergleichen, wenn man beide Sachen in der Pfanne brät und dann müsste man beide nochmal wiegen, weil ich glaube, von den 400 Gramm ihr mischtem Hack bleibt am Ende ja nicht so viel übrig, wenn das Wasser raus ist. Ja, vielleicht ist die Bewertung etwas ungleich, wenn man hier für 1,50 € Hack gekauft hat und mittlerweile ist Fleisch ja auch übel teurer geworden, ja. Wenn wir mal von unserem ursprünglichen Verhältnis zu Billignahrungsmitteln ausgehen, sind ja selbst die Billignahrungsmittel teurer geworden, ja. Und Digga, wie kann man heute die natürliche Entscheidung treffen? Ich kaufe mir jetzt für 4,99 € 400 Gramm gemischtes Hackfleisch. Ich könnte mir aber auch für 2,20 € 375 Gramm Tofu kaufen. Die Nährwerte sind ja nahezu identisch. Also vergleich doch mal akribisch, wenn du hier die ganze Zeit um billig, ne, jeder, der übrigens günstig und billig nicht auseinanderhalten kann, sollte sowieso einfach die Schnauze halten und mal ein Buch lesen. Ja, das ist meine grundlegende Meinung. Wenn du den Unterschied zwischen billig und günstig nicht verstehst, halt einfach die Fresse, ja. Und der Punkt ist, dass du dir vielleicht mal bewusst werden müsstest, dass du auch richtige Alternativen dazu nennen könntest, die gleichen Nährwerte haben, aber die Hälfte kosten, da würden alle deine Fleischprodukte ja massivst gegen abkacken. Das sind übrigens Fakten. Das sind Fakten. Der Rewe 375 Gramm Geräuchertofu kostet 2,19 €. Das ist ein Fakt. Bleiben wir mal bei den Fakten. Wir nehmen die Tierfleischsubventionen und schieben sie in die veganen Alternativprodukte. Na, dann gibt es auf jeden Fall viele traurige Seelen auf einmal. Viele Boomer, die da stehen. Wir sind das Volk. Wir sind das Volk. Protest für Schweinefleisch gibt's dann. Nee, ich bin nicht sauer, ich bin traurig, dass so viel Uninformiertheit an so ein großes Publikum reingetragen wird, obwohl man sich selber mal 20 Minuten damit beschäftigen könnte, erstens dann viel besser argumentieren könnte und auch viel neutraler, ja. Das heißt ja immer noch nicht, dass jemand irgendwas tun muss, was man dem sagt, aber es geht um eine neutralere Sichtweise auf diese Thematik. Und Uninformiertheit und dumme Bauchi-Bauchi-Gefühle zu verbalisieren und damit eine große Zuschauerschaft zu erreichen, heißt immer noch nicht, dass irgendjemand sich da wünscht und sagt, ja, deine Scheiße hast du halt witzig vorgetragen, deswegen bist du toll. Nee, dann bist du halt ein dummer Idiot. Das ist halt einfach so. Mir geht es nicht darum, dass, wie gesagt, ich kann ja selber aus keinem moralisch überlegenen Standpunkt argumentieren, weil ich nicht vegan lebe, ja. Der Punkt ist ja trotzdem, dass du die ganze Diskussion, die ganze Debatte da drumherum, ja, die Lebensmittel, die diese Debatte ausmachen und, die kannst du rein faktisch nicht wegargumentieren. Und das ist es einfach. Mehr will ich gar nicht.
Du kannst nicht sagen, fleischliche Ernährung besser und dies und das und das, wenn du dich mit dem anderen nicht beschäftigt hast und weißt, dass die alternative Ernährung, ja, dieses Alternativ ist schon falsch da eigentlich mittlerweile, sondern dass sozusagen sich plant-based zu ernähren, ist einfach nicht nur planetentechnisch, ja, im Sinne von Schutz der Umwelt, den Schutz von Tieren, anderen Lebewesen, von Ausbeutung, aus gesundheitlichen Aspekten, auch aus preislichen Aspekten an vielen Stellen. Die ist tausendfach überlegen. Und das faktisch, du kannst das nicht wegargumentieren. Und ich finde das einfach nur ignorant, immer so zu tun, als wäre das irgendwie, nee, ist nicht so. Leichte Ernährung ist viel besser, Digga, weil es war schon immer so. Ja, dann bist du einfach verloren. Wenn du die Wissenschaft und die Fakten dahinter nicht anerkennen willst, dann müsste meine Fernbedienung ja jetzt weggeflogen sein, weil die Schwerkraft erkenne ich dann ohne an. Wir haben irgendwas wissenschaftlich festgelegt, das ist alles Bro-Science. Was? Ich hab immer gelernt, solange wir Wissenschaft haben, einigen wir uns auf wissenschaftlichen Konsens und danach leben wir dann, bis sich entweder was ändert oder wir neuen Konsens erreichen. Aber das ist immer so die Grundlage unserer Existenz, dachte ich. Aber anscheinend ist es in manchen Bereichen einfach nicht so. Da ist es einfach so, wie man will. Und ich habe ein wissenschaftliches Studium gemacht und ich kann das irgendwie nicht akzeptieren. Ich kann irgendwie nicht akzeptieren zu sagen, unwissenschaftlich ist geil. Das kann ich nicht, Alter. Das spricht gegen meine ganze grundlegende Intention. Hat auch mal einer gesagt, der auf dem Seminar von dem war, dass außer Sexismus und Pseudopolitik Gelaber gab es da nicht viele andere Themen. Ja, und das ist halt eben der Problem. Viel davon ist so Pseudolaber, ist Bauchi-Bauchi-Scheiße. Weil wenn du dich ernsthaft damit auseinandersetzt, dann müsstest du dir einstehen, dass du vielleicht viel, viel, viel dumme Scheiße erzählst. Und das ist das Problem. Trotzdem, ich sage euch, trotzdem lache ich mir über ein Markus Rühl-Meme auf TikTok kaputt. Ist alles gut, ja. Aber ich finde, er könnte seine Reichweite viel, viel besser nutzen. Für viel zielgerichtet und für viel mehr wahre Argumente. Und diesen Pseudo-Bullshit, wenn man einfach dabei bleibt, ja, dann muss man den auch kritisieren, ja. Denn ich finde, dass es eine Reichweitenverantwortung gibt. Ich finde, dass es das gibt und ich finde, alle Influencer, die sich davon immer freisprechen, ja, die sollen sich halt ficken gehen einfach. So, Punkt. Und zwar sind wir hier bei 250 Gramm beim selben Preis wie hier bei 500 Gramm Hack. Das heißt, ich könnte eigentlich sagen, ich könnte für den Preis von 250 oder 500 Gramm kann ich mir ein Kilo Hackfleisch reinballern. Da sind wir beim Proteingehalt natürlich wieder in einer ganz anderen Ecke. Aber das lassen wir mal dahingestellt sein. Ich glaube, da spielt die Ethik viel mit. Geschmacklich mag ich nicht zu äußern. Geschmack ist immer relativ und im Sinne des Betrachters preislich ist trotzdem das Vegane doppelt so teuer. Da können Sie mir erzählen, was man wolle. Ich habe noch andere Produkte geguckt. Wir sind immer bei 100% Aufschlag zu dem, was pflanzliche Proteine. Deswegen ist es automatisch scheiße, oder? Im Gegensatz zu tierischen Proteine kostet. Ne? Vielleicht gibt es da auch eine Ausnahme, aber dann gilt es wieder zu vergleichen, wie der Proteingehalt ist und so weiter. Ja, und die Ausnahme sind Sojageschnetzeltes, Sojagranulat mit 50, was kostet 100 Gramm Sojagranulat? 2 Euro irgendwas, glaube ich. Mit 50 Gramm könntest du hochrechnen, kommst du trotzdem mehr Eiweiß. Sojaschnetzeltes hat, glaube ich, sogar 60 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm. Naja, dann. Und da bezahlst du für die ganze Tüte, glaube ich, 3 Euro oder so und hast insgesamt wie viel? 400 Gramm oder so. Ja, also irgendwie sind die trotz die teurer sind, ist da irgendwie mehr Protein drin. Ah, okay. Und so weiter. So, Haferflocken. Haferflocken weiß ich 100%, weil die habe ich vor kurzem erst noch gekauft. Und vor kurzem heißt ungefähr vor 3 Monaten. Da habe ich mir eine Tüte Haferflocken gekauft, 500 Gramm zarte Haferflocken, sogar von einem Namenhersteller, nenne den Namen nicht. Kölnflocken aus Emshorn. Für 39 Cent. Und jetzt sind wir hier bei, und das ist eine Eigenmarke von der Firma Kaufland, bei 79 Cent. Also auch da sind wir fast bei 100% Aufschlag. Ich finde. Guck mal, dem schlauen Betrachter würde jetzt auffallen, also die ganzen Getreidesachen
Und alle Milchsachen, die Milchsachen aber nur, weil die Tiere ja mit Getreide gefüttert werden, sind teurer geworden. Also alles aus der gleichen Kette irgendwie. Ach, und Fleischprodukte auch, weil die Tiere ja auch mit Getreide gefüttert werden. Könnte ja alle damit zusammenhängen, dass der Markt, der Bedarf des Marktes nicht mehr entdeckt werden konnte, weil die Getreidekammer Europas kein Getreide mehr exportiert hat. Könnte ja sein, dass das alles irgendwie zusammenhängt, aber es ist mir nicht ersichtlich, wie. Sorry. Ich finde immer so bemerkenswert, dass sich alle Lebensmittel mittlerweile wirklich verdoppelt haben. Egal was wir jetzt nehmen, es hat sich alles verdoppelt. Und das ist eine Sache, was eigentlich nicht zeigen kann. Ne? Dass die jetzt die Milchbauern und so weiter, die Milchprodukte hochgehen, okay. Das kann nicht sein. Ach so, die Milchprodukte, die können hochgehen. Aber die Haferflocken. Dass hier die Energiekosten hochgehen, okay. Aber ich verstehe nicht, warum immer so komischerweise ist es alles doppelt so teuer geworden. Ne? Ja. Scheiße. Also im Gutdeutsch, wir haben das Hälfte im Portemonnaie und haben es selber im Einkaufswagen. Das finde ich recht interessant, was ich innerhalb kurzer Zeit jetzt da Hallo, getan mein Lieber. Hat. Ne? So, aber gehen wir zurück zum Gehalt. Haferflocken, Nonplusultra, Bodybuilding-Ernährung muss sein. Ob es zum Wettkampf hin noch sein muss, da mag jeder sein eigenes richtig oder falsch entdecken. Mich haben die Haferflocken immer relativ belastet vom Magen-Darm-Trakt, deswegen habe ich sie zum Weggelassen. Auch die zarten Haferflocken haben mir immer schwer im Magen gelegen. Ich bin dann eher auf Reis oder dann halt auch mal eine Vollkornnudel oder so, wobei die Vollkornnudel auch durch Ballaststofferhöhung relativ mir schwer bekommen ist. Wenn ich ehrlich bin, ich habe eigentlich nur Reiswaffeln gegessen und weiße Reis. Das war's. Tag ein, Tag aus. Ne? Das ist immer ein weißer Reis. Das ist das hier. Weiße Reis, bin ich ganz ehrlich, habe ich jetzt lange nicht mehr gekauft, weil ich eigentlich immer so auf meinen, ja, ich bin halt viel unterwegs im Auto, da habe ich mein RTD, also Ready to Eat, ne, ATI, nicht Ready to Drink. Da sind wir ungefähr beim Euro, bei so einem Beutel, der war auch mal bei 79 oder 69 Cent sogar. Sagt das aber nicht, das dürf, Markus Rüdow dürfte niemals erfahren, dass Reiswaffeln vegan sind, weil vegan funktioniert nicht. Ja, mittlerweile sind wir da höher, aber die Kohlenhydrate haben sich nicht um 100% verteuert, sondern ungefähr um 30% in der Bodybuilding-Ernährung trotzdem unerlässlich. Und ich würde aus Preisgründen wirklich dahin gehen. Bei mir ist es oft die Zeit und weil ich viel im Auto bin, deswegen greife ich einfach auf diese Methode zurück und es ist relativ easy zu handeln. So, Alaska Seelachsfilet. Das hat man das letzte Mal auch gekauft. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Es ist kein Milchprodukt, es ist keine Kohlenhydrat. Was ist am Fisch? Was hat am Fisch preismäßig funktioniert, ne? Von den Werten? Das ist kein Problem, weil Fisch wird ja mit Fisch gefüttert, ne? Ist auch teurer geworden, glaube ich. Aber kein Problem, ne? Fisch wird ja mit geschreddertem Fisch gefüttert und deswegen geht das. Finde ich da natürlich, Fisch ist mit das Beste. Wir haben da jetzt bei dem Alaska Seelachsfilet zwischen 16 und 18 Gramm Protein auf 100 Gramm. Hervorragend. Jetzt müssen wir wieder mal schauen, was es damals gekostet hat, weil diesen Alaska Seelachsfilet in der leckeren 4x100 Gramm Portionierung. Ne? Ich habe das Ding früher gemixt und gefressen. Aber wer es natürlich lecker mag, kann sich das auch schön mit Salz, Pfeffer und Tomate anbraten. Jetzt bin ich gespannt, was es preislich hier getan hat. Alle unvergeben. So, jetzt haben wir gerade geschaut. Wir waren damals bei der Portionierung von 4x100 Gramm in Einzelstücken. Die Marke kann ich jetzt nicht mehr 100% sagen, aber die werden preislich alles, jetzt kein Bio oder irgendwas, insofern kann man davon ausgehen, das ist die Ursprungs- und die relativ günstige Marke. Hier sind wir jetzt bei 2,99 Euro. Damals bei dem Video waren wir bei 2,39 Euro. Also wir sind ungefähr 60 Cent teurer geworden. Das betrifft ungefähr eine Preissteigerung von 25%. Finde ich übrigens witzig, dass der Alaska-Seelachs, ne, im Gegensatz zu dem Thunfisch vorhin, hier wird nicht die Schwermetall-Mehrbelastung erwähnt, ja, von Fischprodukten. Das ist das, was ich vermutet habe. Die Milchprodukte gehen um 100% hoch. Fisch ist da relativ zart geblieben mit einer Preissteigerung von ca. 25%. Auch das finde ich noch sehr, sehr fair. So ein Alaska Seelachsfilet ist relativ einfach zu essen. Ne? Man hat hier jetzt 17 Gramm Eiweiß. Wenn du das rechnet, 4x17 bis bei 68, bei 70 Gramm Eiweiß, das hast du innerhalb von 3 Minuten gegessen, wenn du ein guter Esser bist, hast du 70 Gramm Eiweiß drin. Also das finde ich immer noch. Ich mag halt auch Fisch, eine sehr, sehr gute Alternative. Wenn man jetzt kein Gourmet ist, gibt es fast nichts Besseres vom Preis-Leistungs-Verhältnis natürlich, außer einem Proteinshake. So, dann sind wir jetzt beim nächsten, beim Hähnchenfleisch. Und da sind wir jetzt beim Kilopreis, will ich jetzt mal rechnen, weil Gramm ist natürlich, weil der Preis immer grammabhängig jetzt hier. Hier haben wir jetzt einen Kilopreis von 16,90 Euro.
Ich weiß noch, vor kurzer Zeit waren wir beim Kilopreis von 13,90 Euro. Ne? Also roundabout 3 Euro, auch das. Also ich weiß nicht, ob... Also sind wir wieder bei den ungefähren 25% Preisanstieg. Das ist das, was Fisch und Fleisch teuer geworden ist. Ne? Kann man Pi mal Daumen rechnen. Und das Problem ist, wenn du lange kein Fleisch isst und dann isst du Fleisch, dann merkst du eigentlich, dass du das eigentlich sparen kannst, weil das alles najanisch schmeckt, Alter. Das ist einfach die scheiß Wahrheit. Auch legitim. Das ist einfach die scheiß Wahrheit, Mann. Wer jetzt sagt, was ist besser, Fisch oder Fleisch, kann ich es nicht sagen. Das ist eine Geschmackssache. Fisch ist natürlich wesentlich geschmacksintensiver. Wenn ich jetzt meinen Senf dazugeben würde, ich würde den Fisch dem Fleisch vorziehen. Warum? Man hat schneller gegessen und es ist besser und leichter verdaulich. Ist es gesünder, ist es nicht? Ich glaube, das kann man bei Fisch und Fleisch heute gar nicht mehr sagen, aber darum geht es auch nicht letztendlich. Genau, das, und immer dieser Punkt, es geht nie um die Gesundheit, weil wir machen ja Bodybuilding, Profi-Bodybuilding, du willst ja Muskeln haben. Doch, Alter, es geht um Gesundheit. 99% der Leute, die sich diese Scheiße hier angucken, sind irgendwelche Volltrottel, die sich kaputt trainieren und übelste Gesundheitsbeschwerden bekommen, weil sie eben sagen, oh, schwer und falsch. Kein Profi guckt sie das an. Nur irgendwelche Dullis. Und tatsächlich ist Gesundheit doch das Wichtigste. Weil du kannst nicht mehr ins Gym gehen, wenn dir alles wehtut und Rücken kaputt und Gelenke kaputt und Tennisarm und hast du nie gesehen. Wen interessiert denn auch der Arm dick ist, wenn du nicht gesund bist, Bruder? Du kannst das eine nur haben, wenn du das andere schon hast. Also interessiert uns Gesundheit immer am allermeisten. Egal, wie doll du das wegdiskutieren willst. In die Makronährstoffe rein und, ja, wie soll ich immer so sehen, es muss wirklich nicht schmecken, aber vor allem muss es halt auch relativ schnell und gut verdaubar sein. Und das. Wisst ihr, was ich mir wünschen würde für diesen Kanal oder für diese ganze Influencer-Struktur um Markus Rühl? Die Memes auf jeden Fall beibehalten, ja, und auch dieses, ne, so wie gerade so, die sind neckisch einfach einbauen, ne? Schwer und falsch, oh, lustig, oder, ne, nur Fleisch macht Fleisch. Aber dann würde so ein bisschen, so paar smarte und cleane Statements, ja, um das offen zu halten und nicht zu zeigen, dass man sich nicht informiert und viel von dem, was man so aus Spaß sagt, ja eigentlich tatsächlich die richtige ureigene Meinung ist, ne? Sondern ein bisschen Öffnung in diese Richtung, sich ein bisschen mehr damit auseinandersetzen, wie man eigentlich auftritt und was man eigentlich für Statements so vermarktet. Das würde die ganze Sache übel zutun, meiner Meinung nach. Meiner Ansicht nach, meine Meinung. Fisch immer vom Fleisch. Proteingehalt sind wir hier beim Hähnchenfleisch natürlich etwas her beim Fisch. Da sind wir ungefähr bei 20 bis 22 Gramm, je nach Hähnchen oder Pute. Hier sind wir bei 17 Gramm. Es gibt ja, Rausche, noch etwas mehr ist. Wenn man faktenbasiert aufklären würde, ja, dann könnte man ja auch in Meme es Fakt, dann wäre vollkommen in Ordnung. Aber da das nicht passiert und Leute das einfach glauben und das dann halt auch so nachplappern, finde ich das durchaus problematisch. Das ist schon am obersten Niveau. Also proteingehaltmäßig gibt sich das nicht viel. Preislich sind wir natürlich hier bei 3 Euro bei 400 Gramm und hier sind wir bei 360 Gramm bei 6 Euro. Also mittlerweile ist es Hähnchenfleisch teurer geworden wie der Fisch und das war früher auf gar keinen Fall so. Ne? Der Fisch war immer teurer wie das Hähnchen. Mittlerweile hat der Alaska Seelachs vom Preisniveau das Hähnchen eingeholt. Ne? So, jetzt kommen wir noch, ja, hier ein Hähnchenbrust. Ich glaube, das hat man damals auch gekauft, ne? Da kann man davon ausgehen, dass es jetzt auch ungefähr 25% teuer geworden ist. Aber wir checken das jetzt und sagen es euch gleich. So, jetzt haben wir hier die Hähnchenbrust von Hertha. Das ist natürlich jetzt ein Scheißbeispiel, auf Deutsch gesagt. Weil Hertha natürlich ein sehr bekannter und auch teures Produkt ist. Qualitativ bestimmt absolut oberstes Regal. Aber wir haben jetzt mal... Imagine, du sagst zu... Sagst du, Abipack, der Aufschnitt wurscht, qualitativ oberstes Regal. Oh Gott, Bruder, ich muss so los, Alter. Hier, die 1,79 Euro Fleisch, Aufschnittwurst, 100 Gramm, qualitativ oberstes Regal, Alter. Mal geschaut, wir hatten damals von Rewe die Eigenmarke, glaube ich. Von Kaufland, die Eigenmarke, die war damals bei 99 Cent und jetzt, wenn wir vergleichbar, wir haben es gerade mal
im Internet recherchiert bei 1,29 Euro. Also auch da sind wir ungefähr bei 30% Preiserhöhung. Das bewahrheitet sich wieder das, was ich gesagt habe. Das Fleisch ist ungefähr 30% teuer geworden. Milchprodukte 100% und der Fisch auch ungefähr bei 30%, 25%. Also, jetzt bin ich gespannt, ob sich das auch hier wieder schlägt. Jetzt im Harzer Handkäse, allseits beliebt. Von der Proteinquelle pro 100 Gramm geht nichts über einen Harzer Handkäse, außer natürlich ein Proteinshake. Da sind wir bei Grüns Bestes zum Beispiel bei 90 Gramm beim Zero L. Ich sag immer, der Harzer, absolut ekelhaft, ja. Es schmeckt, als ob man Kuhstall essen würde. Ist wirklich pervers. Aber dippt ja auch Handkäse ohne diesen Harzer-Geschmack, ne? Ja, der dippt den ja auch ohne diesen ekelhaften Geschmack. Der wird zwar beim Fressen auch immer mehr, aber der geht schon klar. Mein Opa hat den immer 2 Wochen auf der Heizung vor. Hier haben wir 30 Gramm, ne? Nur mal, wenn man den Vergleich sieht, was wir für ein tolles Produkt haben. Ein harzer Handkäse hier, 100 Gramm mit 30 Gramm Protein. Ne? Also das Ding hier hat mal entspannte 60 Flocken hier, 60 Gramm Eiweiß, 200 Gramm. Zum Vergleich hat hier der Quäse genau selber an Proteingehalt. Da wird natürlich ein riesen Fick draus gemacht. Ja, mit irgendeinem Protein. Nee, das ist genau dasselbe wie der harze Handkäse. Letztendlich der Quäse, eine Mischung zwischen Quark und Käse. Ne? Deswegen heißt der Quäse. Und die Leute versuchen damit einen besseren Geschmack zu suggerieren, ob das so ist. Also ich habe jetzt schon beide gegessen. Für mich schmecken sie absolut gleich. Da sieht man mal, der Mann hat keine Geschmacksnerven mehr. Ne? Also der Quäse schmeckt nicht wie ein harzer Roller. Ein harzer Roller schmeckt nach Kuhstall. Ja? Wenn du die Packung aufmachst, dann musst du das erste Mal den ersten Schluck Kotze schon wieder runterschlucken. Das ist schon absolut scheiße. Das riecht auch schon wie die Hölle. Ja? Und die Alternativprodukte, ja, ob es ein normaler Handkäse ist oder ein Quäse, scheiße, ja, die haben nicht diesen Geruch und diesen Geschmack. Und es sind absolut zwei komplett unterschiedliche Geschmäcker. Und zu sagen, dass der gleich schmeckt, ist auf jeden Fall ein sehr astreiner Beleg für die Einschätzung des Geschmacks. Schon gut eingeschätzt auch. Ich finde, ein harzer Handkäse entwickelt sich erst, wenn man den 3-4 Tage bei Sonnenanstrahlung in der Handtasche hat. Dann hat man so einen richtigen Handkäse. Ne? Dann hat man auch mal, wenn man dann anfahren lässt, da hat man natürlich einen harzer Handkäse eine Woche lang im Wohnzimmer stehen. Ansonsten ist der vom Proteingehalt und von der Handbarkeit hervorragend. Man muss natürlich wollen, aber da trifft echt zu, es muss nicht schmecken, es muss wirken, weil ein harzer Handkäse ist übel. Kleine Zubereitung, das Tipp, wenn man den haben möchte, ich habe den immer mit ein bisschen Olivenöl, ja, also Olivenöl auf dem Teller, habe den ein bisschen reingelegt. Lol, er kennt das Game. Und dann gibt es auch nicht so viel Blähung, weil ohne Scheiß ein harzer Handkäse, da furze dir das Gehirn raus nach einer halben Stunde. Aber gut, steht auf einem anderen Blatt. Ne? Also wenn man allein sein will, Männer, harte Handkäse und die Alte geht gerne mal zum Frauenabend. Ne? Da hat man schon seinen Abend zu lang. Oh, die Alte! Die Alte zum Frauenabend! Egal. So, jetzt schauen wir mal, der harte Handkäse, was... Oh, so männlich. Das war so männlich. Ich will mir... Mein Testosteron-Level ist bei diesen Argumenten gerade einfach angestiegen. Ist einfach höher jetzt als vorher, weil es so männlich war. Was der kostet. Kurze Pause, vergleichen es wieder mit dem Video von damals. War so männlich. Und auch da bin ich gespannt, ob wir da bei 100% Preissteigerung jetzt wieder sind. So, jetzt fangen wir mal mit dem. Also, wir haben jetzt wieder recherchiert. Also, der Quäse. Gut, gibt verschiedene Hersteller, die sich das als Quäse verkaufen. Also, wir haben hier damals einen Preis gehabt von 2,49 Euro, ne, für 220 Gramm. Und jetzt haben wir einen Preis von 2,29 Euro, allerdings für 115 Gramm. Also die Packung ist eigentlich halbiert. Insofern hat sich der Preis, wenn man jetzt grob rechnet, um 90% erhöht. Das sind wir wieder bei den 100% beim Milchprodukt, bei dem Quäse. Was uns jetzt sehr überrascht hat, weil wir gedacht haben, okay, der harze Handkäse, ne, das ist jetzt... Also es ist jetzt kein harzer Handkäse, weil es ist ja eine spezielle Marke, aber ist, glaube ich, jetzt nicht geschützt. Ich glaube, ein harzer Käse ist frei, das kann jeder machen. Ne? Das ist jetzt ein Produkt von der Firma Kaufland und da hat uns jetzt wirklich überrascht, dass sich dieses Produkt wirklich nur um 20 Cent, also von 1,79 Euro auf 1,99 Euro erhöht hat. Und das ist ein Hammer. Ja, also man kann sagen, alle Milchprodukte haben sich verdoppelt. Der harze Handkäse ist nur um 20 Cent teurer geworden, natürlich von Kaufland als Eigenmarke. Aber ihr könnt es gerne mal schauen, wenn ihr selber mal recherchieren wollt. Es gibt ja richtig den Original harze Handkäse,
Richtig. Wie der sich preismäßig verhält, das kann ich jetzt nicht genau sagen. Aber wir machen jetzt nochmal einen kurzen Stopp. Wir werden das nochmal recherchieren. Wobei wir damals ein Original hatten. Ja, wir hatten damals, wie gesagt, wir hatten damals einen Originalen. Ne? Jetzt haben wir die Eigenmarke von Rewe. Was man immer sagen kann, das sind trotzdem keine 100% Steigerung. Wir werden da trotzdem vielleicht bei 30% Preiserhöhung liegen. Und das ist immer noch ein sehr, sehr fairer Deal. Warum das so ist? Von Rewe. Ja, ob die eine andere Milch einkaufen oder ob es eine Harzer Kuh gibt, das kann ich nicht bestimmen. Fraglich ist nur, warum dann gewisse Produkte 100% teurer werden und andere Produkte bleiben im Preis fast gleich. Also, ich möchte den Quesi gar nicht schlecht reden, ein tolles Produkt, aber preislich gegenüber dem Harzer Handkäse kannst du das Ding in die Tonne schlagen. So, Nudeln, meine allseits beliebten Fusilli-Nudeln, am liebsten mit Hackfleisch, Tomatensauce und 2 Kilo Käse drauf. Ne? So mag ich die am liebsten, meine Spaghetti Bolognese. Ja, damals habe ich immer Nudeln gekauft, das war jetzt keine. Toll, ich denke mal, das ist etwa qualitativ. Ja, knister doch noch mehr rum. Die teurere Marke. Ja, ich bin, Qualität ist immer Preis, ist immer schwierig. Bei manchen trifft es zu, bei manchen wiederum nicht. Ich weiß, dass damals die 500 Gramm Nudeln gekostet haben zwischen 59 und 79 Cent. Und jetzt schauen wir mal. Oh Gott, die sind jetzt bestimmt teurer. Was diese Nudeln gekostet haben. Ich hoffe, wir finden sie jetzt auf die Schnelle. Fusilli Kaufland Eigenmarke. Ja, also ich weiß, dass sie 79 Cent gekostet haben. Die habe ich nämlich. 1,19 Euro. Auch da sind wir 40 Cent. Das sind ungefähr bei 50% Preiserhöhung bei den Nudeln. Auch das erschließt sich mir da wiederum nicht, warum da so viel Geld draufgeschlagen worden ist. Wie gesagt, über Nudeln brauchen wir nicht viel zu reden. Was ist der Vorteil von Nudeln gegenüber Reis? Kann ich nicht genau. Ist Nudeln eigentlich aus Getreide? Frag für einen Freund. Ich muss sagen, der glykämische Index ist bei Reis natürlich wesentlich höher. Beim weißen Reis zumindest. Insofern ist jetzt die Frage, was ist besser für eine Diät? Eigentlich müssen wir dann sagen, das Beste ist die Kartoffel. Dann kämen die Nudeln und dann käme der Reis, weil der Insulinspiegel weniger davon beeinflussbar ist. Nudeln sind aus Nudeln gemacht. Für den Aufbau vielleicht eher dann weiße Reis. Aber das lassen wir dahingestellt sein, weil das sind so viele Faktoren, die wieder reinspielen. Stoffwechseltyp etc. Wie viel Insulin braucht ein Körper, um Muskeln aufzubauen? Wie schnell wird er davon fett? Alles das sind. Die Nudelpflanze, die Nudeln buddelt man dann aus. Ne? Die wachsen so an Sprossen unter der Erde und dann klopft man die ab. Faktoren, die muss man dann einspielen. Ja, doch, Nudel. Ich würde immer so eine gewisse Mischung machen zwischen Reis und Nudeln. Ich glaube, da spielt man ganz gut mit. Von den Kohlenhydraten sind wir da relativ identisch. Da gibt es nicht so viel Unterschied. Ne? Der Reis hat vielleicht etwas mehr Kohlenhydrate. Dafür hat die Nudel etwas mehr Protein. Aber das ist natürlich eine Nichtigkeit. Also auch teurer geworden. Finde ich sehr, sehr schade. Müsste eigentlich nicht sein. So, jetzt. So krass. Müsste nicht sein. So. Digga, wir haben Inflation. Wir haben in der größten Getreide oder generell Getreideexporteur der Welt, die Probleme haben, ihre Waren zu liefern. Und es muss einfach nicht teurer werden. Digga, warum? Anscheinend ist es zu kompliziert. Es ist einfach zu kompliziert, es zu verstehen. Es ist zu kompliziert. Kommen wir zu meinen allseits beliebten Protein-Puddings, ne? Und dann machen wir noch ein ganz spezielles Gimmick mit euch. Wir werden nämlich mal zeigen, wie identisch man mit einem leckeren Casein-Protein genau denselben Protein-Pudding hinbringt, mit demselben Proteingehalt. Wir haben ja immer, komischerweise, das ist jetzt von der Firma Ehrmann, haben wir immer 20 Gramm Protein. Das sind immer 200 Milliliter und hat immer 20 Gramm, also 10 Gramm Protein pro 100 Gramm Flüssigkeit. Und wenn man jetzt mal rechnet, 100 Gramm Proteinpulver beim Casein. Ja. Bei 20 Gramm Proteingehalt darfst du ein Produkt proteinreich. Das ist mal interessant. Aha. Lebensmittel dürfen die Angabe Proteinquelle tragen, wenn mindestens 12% des Energiegehaltes aus Protein stammen. Bei Angabe wie High-Protein müssen mindestens 20% des Energiehaushalts aus Protein sein. Das ist doch mal interessant. Ich sogar mal was Gutes in dem Video. Ja, stabil, Bruder. Sehr, sehr gut. Ich wollte jetzt durch die Umkehrschublade rein, aber der Kameramann hat es schon ganz richtig erkannt. Deswegen sind genau 20 Gramm drin, ne? Damit du immer Protein, das allseits beliebte Protein, was früher den Bodybuildern verschrieben war, das Protein dumm macht, impotent und aggressiv. Ne? Das war so zu meiner Anfangszeit. Hat es gewesen, frisst du auch so Eiweißzeug, das macht doch dumm. Ne? Wenn man sich das jetzt geschmacklich zu Augen führt, glaube ich nicht, dass das besser schmeckt. Außerdem hat es noch Kohlenhydrate wie Sau.
Wenn man so ein Protein jetzt nimmt, das sind wir bei Casein bei 100 Gramm roundabout bei, durchschnittlich je nach Hersteller, bei 80 Gramm Protein, bei 100 Gramm. Ne? Und hier sind wir bei 10 Gramm. Also könnt ihr euch da vorstellen, wie die Proteinmenge sich A verteilt und B, das dann auf die Kosten reinballert. Was kostet so ein leckerer Ehrmann? Kann ich auch die Aussage, dass zu viel Protein die Nieren kaputt macht, aber das stimmt ja auch nicht. Also viele, viele Myths diesbezüglich schon gebastelt worden. Ne? Vanilla Mousse oder, ne? Also 1,40 Euro und 2 Euro. Also 1,50 Euro und 2,50 Euro sind Unterschied. Genau dasselbe drin. Ne? Da sind auch 20 Gramm Protein drin und da hast du auch 20 Gramm Alter, Protein drin. Ne? Wirklich. Wir werden euch jetzt nochmal zeigen, da müssen wir nur an andere Ortschaft, wie man jetzt so ein Protein selber macht. Wir machen es natürlich mit dem Protein von Rühls Bestes, weil da stehen wir dahinter, na klar. Und dann werden wir euch das zeigen, wie lecker der ist. Ja, Lisa ist komplett explodiert gerade. So, Sportfreunde, nochmal. Jute Product Placement hier an der Stelle. Ja, Jute Product Placement. Na, jetzt einfach sagen, hier, guck mal, hier kippen wir jetzt eine Milch drin oder so und da machen wir ein bisschen Casein, ne, weil Casein wird dolle dick. Ne, und zack. Hast du auch Pudding? Ein kleiner Tipp von mir, aufgrund der Tatsache, dass ja mittlerweile so viele Proteinquellen extrem teuer geworden sind, egal ob das Fisch, Fleisch oder auch Milchprodukte im Speziellen sind ja doppelt so teuer geworden, wie es vorher mal war, habt ihr ja gerade gesehen im Video, habe ich noch einen kleinen Tipp für euch, für diejenigen, die gerne mal eine Protein-Creme zu sich nehmen. Noch dicker. Shake, sondern als Creme haben wir hier eine ganz, ganz tolle Sache, und zwar unser Protein-Creme von Rühl24 als Casein oder in der Casein-Option. Und das rühre ich jetzt mal für euch an, damit ihr mal schaut, wie stabil lecker das aussieht. Und das geht alles mit unserem leckeren Casein. Instant Casein. Sogar der Zeitraffer dauert lange. Wohlgemerkt, ohne Verdickungsmittel, ohne irgendwelche Zutaten, sondern einfach nur ein hervorragendes, qualitativ hochwertiges Protein. Besser geht's nicht. Und geschmacklich ist das. Ist halt witzig, weil es gibt, glaube ich, hat Ronny mir erzählt, ne? Es gibt, das ist ja diese. Wenn man hinter die Kulissen schauen kann, wie interessant es eigentlich ist. Es gibt ja für diese WPC und WPI, also für die Grundrohstoffe, ja, also gibt natürlich Casein, ich weiß nicht, ob Casein dann CPI heißt oder CPE oder CPC oder whatever. Das sind für diese Grundzutaten, die gibt es, glaube ich, 4 oder 5 namhafte Hersteller in Mitteleuropa, ja. Also, wenn mal gesagt wird, wir haben das geilste, abgenudelste, beste, schmackofatzeste, Digga, das ist, du hast genau das gleiche wie fast alle anderen auch, weil es gibt ja nur 4 oder 5, die das herstellen. Die das auch in dieser Menge und in dieser Qualität dauerhaft herstellen und ihr gewährleisten. Das kann ja nicht jeder. Dafür brauchst du spezielle Maschinen, spezielle Setup. Du musst darauf ausgelegt sein, sowas herzustellen. Es gibt nicht 10.000 Firmen in Europa, die das herstellen. Das ist einfach nicht so. Selbst halt große, gibt es 2 große Hersteller in Polen, gibt es große Hersteller in Deutschland, gibt es große Hersteller in England, gibt es so 5, 6 große Hersteller und die meisten Supplement-Hersteller beziehen auch von eben dieser Hersteller. Das, also, weiß ich nicht, ob du jetzt, wäre mir neu, dass die Molkerei in einer Nebenortschaft die Maschinen hat, um das herzustellen, weil das ist ja teuer. Ja? Diese Isolate und Konzentrate und so herzustellen, das kann nicht jede Molkerei oder jede Firma. Weil du dafür viel Maschinen, viel Technik brauchst oder dahinter und. Dann um mal vernünftige Qualität zu gewährleisten. Wir können gerne nochmal in diesen Supplement-Markt drin dümpeln, wenn Ronny nochmal da ist. Der kann ja bestimmt nochmal ein paar Zahlen und ein paar Fakten liefern und vielleicht auch mal so ein paar große Hersteller nennen. Ich meine, ich habe euch ja mein Botsche gezeigt, meine Beutelchen mit weißem Pulver, die von einem großen, namhaften Hersteller in Polen kommen, der für 2 der größten Supplement-Hersteller der Welt die Rohstoffe liefert. Ach was! Naja, weil hier wird wieder so getan, als wenn es 10.000 Fabriken gibt, in denen 10.000 Sorten Kaffee hergestellt werden. Nee, gibt es nicht.
weil es sich ja nicht lohnen würde. Und so ist es bei dem Produkt auch. Da gibt es eine Handvoll Hersteller, die für alle das herstellen. Bombe. Absolut. Der Wahnsinn. Kaka. Das schmeckt echt Hammer. Alter, mir geht nicht. Gut, hätten wir auch das geklärt.